Beteiligten hier leisten, wären solche Projekte nicht durchzuführen. Darum sage ich nochmal Danke an die beteiligten Unternehmen, die sich intensiv in das Projekt in Kooperation mit der Schule eingebracht haben und wertvolle Teilnehmer in unserem Netzwerk sind. Abschließend bleibt zu hoffen, dass der große Erfolg von K3 auch von allen Institutionen anerkannt wird und auch ein weiteres Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von der Europäischen Union weiter gefördert wird. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Deswegen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, mein allererster Dank heute gilt dem Petrus. Ich finde, das hat er einfach wirklich gut gemacht, aus so einem freudigen Anlass die Sonne so strahlen zu lassen und uns einen absolut blauen Himmel zu präsentieren. Da muss viel Unterstützung dahinter stecken und viel Freude darüber, dass hier in Kaufbeuren an der Gustav-Freudig-Schule etwas so Schönes, so Wertvolles und so Wichtiges gelungen ist. Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen Kooperationspartnern im Namen des staatlichen Schulamtes zu bedanken. Und das, was hier in der Stadt Kaufbeuren und der Gustav-Leuthen-Schule in Verbindung mit Wirtschaft und sonstigen externen Partnern gelaufen ist, ist für mich ein zukunftsweisendes Paradebeispiel dafür, wenn alle an einem Strang mit den richtigen Mitteln in die gleiche Richtung ziehen, kann nur etwas Gutes dabei rauskommen, etwas Förderliches und auch etwas Verbindendes. Weil ich stelle mir das ganz einfach so vor, wenn man über einen bestimmten Zeitraum, über bestimmte Institutionen mit vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Zukunft so intensiv zusammengearbeitet hat, dann bleibt es eine prägende Erinnerung, die einen das ganze Leben begleiten wird und vielleicht für einen persönlich auch Ansatzpunkt sein kann, selber in dieser Richtung andere Menschen zu fördern und zu unterstützen. Und das ist neben den schulischen Leistungen, den Leistungen im Bereich der Sozialkompetenzen, ein lebensprägendes Element, das sich hier in Verbindung von vielen in einem Netzwerk gestaltet hat. Und dazu möchte ich wirklich allen herzlichst gratulieren, alle, die daran beteiligt waren, ermuntern, sich und sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und ganz einfach zu sagen, gemeinsam waren wir stark. Herzlichen Glückwunsch dazu und nochmals aufrichtigen Dank dafür, dass alle das beigetragen haben, was wirklich in ihren Kräften stand, der Schule, dem Team der Schule, ganz, ganz herzlichen Dank, dass sie diesen kreativen, innovativen und arbeitsintensiven Weg gegangen sind und den Mut dazu hatten. Weil um Dinge bewegen zu können, die zukunftsweisend sind, muss man auf der einen Seite hohe Fachkompetenz haben, man muss mit Menschen umgehen können und man muss mutig sein. Der ewig Zaghafte und Wartende wird zwar keine großen Fehler machen, aber wird wahrscheinlich auch keine großen Schritte in die Zukunft leisten können. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ganz besonders jetzt an euch gerichtet. Wir haben große, manchmal auch schwierige Schritte im Laufe dieses Schuljahres hinter euch bringen müssen. Manchmal waren die Schritte nicht freiwillig, manchmal waren Leute da, die nicht immer ganz verstanden von euch zum damaligen Zeitpunkt geschoben und manchmal auch gezogen haben. Aber wenn ihr am heutigen Tag, wo ihr sicherlich mit großem Stolz und großer Freude hier stehen könnt und euch an die eine oder andere Gegebenheit erinnern könnt, dann wäre es mein Wunsch, dass ihr darüber nachdenkt, was besonders wichtig war für euch, was ihr besonders berücksichtigen solltet in eurem neuen Leben nach der Pflichtschule und was ihr anderen weitergeben möchtet, weil ihr sollt eins nicht vergessen, ihr seid alle, so wie ihr jetzt hier dasteht, durch viel, viel Unterstützung und Begleitung dorthin gekommen, wo ihr jetzt seid.
Und wir wollen keine Ich-Jene bleiben und keine Ich-Jene sein. Ich-Jene bedeutet nur, wenn ich schaue, wie es mir geht. Sondern ich glaube, ihr solltet aus diesem letzten Jahr auch für euch die Verpflichtung mitnehmen, anderen etwas weiterzugeben und euch persönlich weiterzuentwickeln. Das wäre der Wunsch, den ich gerne erfüllt sehen würde, wenn jetzt die große Fee da wäre und sie mir sagen würde, du darfst dir jetzt was wünschen. Und vielleicht gibt es ja die große Fee und vielleicht kann das für euch in Erfüllung gehen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und macht ganz einfach was draus und denkt an die Personen, seien es eure Lehrer, seien es die Projektleiter. Hier haben wir einen und hier haben wir den Projektleiter, den Herrn Martig, seien es die Partner aus der Wirtschaft, sei es die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt Kampfbeuren. Denkt dran, wenn alle ein gemeinsames Ziel haben und gemeinsam bereit sind, sich zu engagieren und zusammenzuarbeiten, dann wird es was. Und ich baue auf euch. Alles Gute. Also ich war auf meiner Einladung, da stand keine Rede Wiermeier drauf, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ein paar Worte sagen zu dürfen. Nee, mich freut ganz besonders hier mit K-Hoch 3, mit dem Herrn Scheidel, mit dem Hartig, mit den Schülern, dass dieses Projekt jetzt schon, obwohl es noch nicht ganz abgeschlossen ist, ein Erfolg ist, eine Erfolgsgeschichte ist. Mich freut es, dass das Kultusministerium hier da ist und sagt, okay, das ist vielleicht ein Weg, den wir zusammen gehen können. Also ich komme demnächst ins Kultusministerium und erkläre Ihnen das, wie das alles hier gelaufen ist. Vielleicht ist es ein Pilotprojekt, das wirklich Zukunft hat. Und wenn wir alle, die Frau Severa Seile hat es schon gesagt, alle am gleichen Strang ziehen, dann haben diese Jugendlichen eine Chance, mit starken Jugendlichen, mit starken Eltern, mit einem starken Umfeld, haben wir auch eine starke Zukunft. Das war es von meiner Seite her. Ich hoffe, dass Sie uns alle auch weiterhin unterstützen in unseren Projekten bei Kampfbeuren aktiv. Wir haben an der Georg-Lederer Schule ein Projekt. Ich hoffe, dass wir beim Ministerium auch mit dem Folgeprojekt landen können. Also in dem Sinn unterstützen Sie uns alle in der Berichterstattung weiterhin so intensiv. Dann funktioniert es auch und ich bin echt stolz, hier heute bei euch sein zu dürfen. Dankeschön. Zunächst einmal möchte ich die herzlichen Grüße von Herrn Schatzminister Schneider überbringen. Bitte Verständnis, dass er heute persönlich nicht anwesend sein kann, aber wie Sie sich vorstellen können, ist seine Terminlage natürlich sehr, sehr dicht. Ja, deshalb dennoch von meiner Seite zunächst einmal die herzlichsten Glückwünsche an alle, die hier an diesem Projekt, an diesem Projekten, muss man ja eigentlich sagen, es ist ein einzelnes Projekt, teilgenommen haben. Die Hauptschulinitiative hat ja viele Motive und viele Zielsetzungen, aber das Entscheidende ist ja eigentlich die Schüler bestmöglich von der Schule in den Beruf zu begleiten. Und gerade dieser Übergang von Schule und Beruf muss deshalb ganz stark im Fokus sein. Sei es zum einen durch die Maßnahmen, die von schulischer Seite von frühester Schulzeit, eigentlich schon vor der Schulzeit beginnen, bis hin Übergangsmanagement, Grundschule, weiterführende Schulen und dann eben diese Schnittstelle, die Sie letztendlich heute alle im Blickfeld haben, die wir sehen in diesen zahlreichen Projekten. Ich bin selber gespannt, ich habe inhaltlich jetzt noch nicht so viel sehen können, was mich hier alles erwartet. Aber ich denke, eines wird schon deutlich, Schule allein kann so etwas nicht schaffen, sondern sie braucht starke Partner, sie braucht Kooperationspartner, mit denen sie so etwas in Angriff nehmen kann. Sei es die Kommunen, sei es die Wirtschaft, sei es Verbände, Vereinigungen. Und ich denke, was ich jetzt von Seiten des Ministeriums dazu beitragen kann, ist, ich spüre von allen Seiten eigentlich sehr große Bereitschaft, hier mitzuwirken. Nicht nur jetzt hier in Kaufbeuren, sondern auch allgemein. Wir haben viele Gespräche mit Handwerkskammern etc. Die kommen alle von uns zu und sagen, wie können wir euch helfen? Und gerade hier sehe ich auch den Wert von solchen Projekten, dass wir sagen, wir haben hier etwas gesehen, so in dieser Art und Weise kann es gehen. Und so etwas möchten wir gerne in die Breite tragen. Und ich denke, das ist schon der große Wert von dem, was ich auch heute von hier mitnehme. Ich bedanke mich nochmal herzlich allen von Ihnen und wünsche der weiteren Veranstaltung einen guten Verlauf. Vielen Dank. Wenn alle bitte, die in der Gruppe waren, kurz vortreten. Und
Ihre zwei Sätze dazu sagen. Also wir sind im Hochbeten. Wir haben uns entschieden für das Programm, weil es für einen guten Zweck war. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mitzumachen. Ja, wir haben mit Leuten gearbeitet, die nett waren. Und mit einer Scheide, auch vielen Dank für eine Scheide, Herr Hartwig. Ja. Wir haben unsere Zeit geopfert am Nachmittag, aber es hat also zum Glück nicht weg. Es hat uns sehr viel genützt, geholfen auch auf jeden Fall. Dann, was noch gut war, war bei den Bewerbungen, haben wir Zertifikate bekommen. Die haben wir auch, mit reingelegt. War, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Also es war einiges leichter bei den Bewerbungen. Also wir haben uns erst mal informiert, dann geplant und dann aus Holz die Hochbeete herstellen. Also, hallo, in den Projekten Gartenstadt und technisch Schlussgestaltung haben wir geholfen, die Schule zu verschönern. Wir haben Sachen halt für die Grundschule hergerichtet, damit wir dann spielen und alle Werke zu verschönern. Also, machen wir gleich weiter mit der technischen Schulausgestaltung. Das ist ja schön. Der Käfer ist da, aber die Jungs, das ist Gott sei Dank. Ja, ich bin am Projekt auf der Kadett. Ich bin da einfach viel Schweiß. Ich bin mit dem Auto. Viele Tätigkeiten macht man im Auto. Was Wasser verkürzt, was man alles selber nicht hat. Aber leider ist das Auto noch nicht fertig. Sie sind vom Schülercafé. Wir haben jeden Donnerstag. Und auch unter der Woche, aber speziell unsere Klasse hat jeden Donnerstag von 12 Uhr bis 13 Uhr, also die Schüler und die Lehrer, ja, gekocht und serviert. Der Schülercafé hat mich in meinem Berufswunsch sehr gestärkt, als Restaurantfrau, und das hat auch Spaß gemacht, Lehrer und Schüler zu bekochen. Und durch das Schülercafé habe ich viel dazugelernt, was ich dann für meine Ausbildung als Restaurantfrau lernen kann oder benutzen kann. Ich habe zwar nicht so viel Plan, aber ich habe ein Modellflugzeug nach Plan aufgebaut. Und das wird dann im Schaufenster in der Gabel ausgestellt. Für den Markt haben wir Tongefäße gemacht für den Weihnachtsmarkt hier in unserer Schule. Und durch das Projekt haben wir auch viel mit Kunden damit zu tun gehabt. Und es hat uns dann auch sehr geholfen, selbstständig zu arbeiten. Ja.